Aktuelle Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen, 18. Januar 2021. Bis zum heutigen Tage haben sich insgesamt 1652 Menschen unseres Landkreises mit Covid-19 infiziert. Mit oder im Zusammenhang mit Covid-19 sind bis zum heutigen Tag 34 Menschen verstorben. Aktuell verzeichnen wir 286 Infizierte. Von diesen werden 22 stationär betreut. Wir verfolgen ungefähr ca. 700 Kontaktpersonen. Die meisten Positivfälle, die wir aktuell haben, sind oder waren bereits bekannte Kontaktpersonen, ungefähr zwei Drittel, vielleicht auch etwas mehr. Das heißt, hier war nachweislich ein Kontakt zu Positiven und die waren von uns schon als Kontaktpersonen identifiziert. Ein weiterer Teil der neuen positiven Fälle hat Reiseanamnese, ob aus beruflichen oder auch privaten Gründen. Und ein kleinerer Teil, den können wir uns auch nicht erklären. Die meisten Kontaktpersonen ergeben sich aus Geschehen in Einrichtungen, aber auch in Arbeitsstätten. Ja, hier sind die Hygienekonzepte in der Regel wirklich gut, auch wenn man die nachliest, ist alles in Ordnung. Das sind oftmals so die kleinen Sachen, an die man manchmal doch nicht denkt, Raucherpausen, Frühstückspausen, Mittagspausen. Und hier fahren wir doch immer noch viele Kontaktpersonen ein. Deshalb ist der Hinweis sicherlich richtig, gerade in der Arbeitsstätte konkret nochmal darauf zu achten. Dann noch vielleicht nur ein paar Bemerkungen von mir zu den Impfungen. Also im Landkreis Vorpommern-Rügen haben wir sozusagen schon geschafft, dass wir in den meisten Pflegeheimen der ersten Impfung schon durch sind. Wir konnten nur einige Pflegeeinrichtungen nicht impfen, die gerade ein Geschehen hatten. Und da impft man nicht gerne rein. Die Diskussion immer, wie viel Impfstoff da ist, dass es zu wenig ist und was auch immer. Ich möchte nur mal hinweisen, von den Fachleuten hätten die wenigsten gedacht, dass der Impfstoff schon voriges Jahr zur Verfügung steht. Also aus meiner Sicht sollte man auch mal etwas positiv eingestellt sein, dankbar sein, dass der Impfstoff jetzt schon da ist. Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern kommen wir sehr gut voran mit den Impfungen. Wir werden nächste Woche mit der zweiten Impfung schon in den Pflegeeinrichtungen anfangen. Und wenn wir das schaffen, erstmal die Pflegeeinrichtungen durchgeimpft zu haben und auch viele ältere Menschen geimpft haben, wird der Druck auf die Krankenhäuser auch nachlassen. Und bitte immer daran denken, das war das Ziel. Ja, unsere Systeme, unsere Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Und hier können wir jetzt wirklich was beitragen. Und deshalb viele andere, die jetzt großen Druck haben, geimpft werden wollen, einfach etwas Geduld. Vielen Dank.